Heute geht es um den Arzt der Armen. Ja, jetzt liegt er schon auf dem Tisch, sonst hätte ich euch mal gefragt, was das sein könnte. Aber das ist tatsächlich der Kohl. Ja, die Geschichte des Kohls als Hausmittel ist auch schon sehr alt. Sogar schon der Gelehrte Pythagoras wusste von seiner Heilwirkung. Und für die Römer war das auch sehr gängig, den Kohl zu benutzen als Hausmittel. Ja, der Kohl, der wirkt sehr desinfizierend. Er übt eine ganz große Anziehungskraft auf unerwünschte Stoffe aus. Und die haben wir ja meistens, wenn irgendeine Entzündung im Körper in Gange ist. Und die werden dann mit ausgeschieden. Der Kohl, der hat so eine große Wirkung, dass er sogar die Sekretion, also die Absonderung von Flüssigkeit, anregen kann bei tiefer gelegenem Gewebe oder sogar bei Nachbargewebe. Also er zieht diese Flüssigkeit raus und quasi entgiftet dadurch. Er wirkt über die Haut. Der Kohl, der wirkt also entzündungshemmend, schmerzlindernd, gleichzeitig auch entwässernd, blutreinigend. Man kann ihn auch einnehmen auf den nüchternen Magen, dann wirkt er auch gegen Magen- und Darmwürmer. Und er hat auch einen hohen Mineralstoff- und Vitamingehalt. Für die äußerliche Anwendung kann man ihn nehmen bei Ohrenschmerzen, Halsentzündung, bei Bronchitis und Husten, bei Gelenkschmerzen, zum Beispiel auf der Schulter, am Ellenbogen oder auch am Knie, bei Quetschungen. Ja, man kann ihn bei Rückenschmerzen verwenden, bei Insektenstichen, bei Krampfadern ist er hilfreich und auch bei Hautproblemen, seien das jetzt Ekzeme oder Akne. Auch da möchte ich sagen, Vorsicht, Kohlblätter gehören ohne ärztliche Verordnung nicht auf offene Wunden. Ja, wie mache ich denn das? Am besten eignet sich dafür Wirsing, den habe ich jetzt auch hier mit, oder auch der Weißkohl oder Weißkraut. Und da nimmt man die Blätter, nimmt die einfach hier runter. Und da ist es ganz gut, wenn man diese dicke Mittelrippe rausschneidet, weil die kann schon schmerzen, wenn die irgendwo drauf drückt. Also ich schneide hier einfach raus. Und dann werden die Blätter, man könnte jetzt auch in Streifen reißen, gequetscht. Und zwar mache ich das nicht auf einem Holzbrett und nicht mit einem Holzwahlholz, weil sonst wird der ganze wertvolle Saft wieder aufgesogen. Ich habe jetzt hier auch wieder so ein Backpapier und eine Glasflasche, weil die nimmt den ganzen wertvollen Saft nicht auf. Und dann quetscht man den Kohl quasi so ein bisschen an. Das hört man schon, wie der kracht. Und ich sehe es auch schon, wie hier die Flüssigkeit austritt. Generell kann man sagen, kalt lege ich den Kohl auf akute Probleme und warm, wenn es chronische Probleme gibt. Ja, wie wärme ich den jetzt auf? Den kann ich einfach mit dem Bügeleisen, ganz einfach, simpel, kann ich da drüber bügeln und schon ist er warm. Ja, dann wird der Kohl direkt auf die betroffene Stelle aufgelegt. Wenn es eine größere Stelle ist, kann man den quasi so dachziegelartig auflegen. Und dann kommt ein Tuch drüber. Ich würde hier einfach so ein Geschirrtuch nehmen, ein Baumwolltuch. Das kommt drüber und am Schluss kann man es auch wieder entweder mit einem Kleidungsstück fixieren oder wenn es jetzt an einer anderen Körperstelle ist, mit einer Binde drumherum wickeln und so fixieren. Ja, der kann draufbleiben von 15 Minuten bis zu 12 Stunden, ist alles möglich. Auch hier, man kann es wieder über Nacht anwenden. Wenn man den Kohl dann runternimmt, wäscht man einfach die Stelle mit lauwarmem Wasser ab. Und das war es dann im Prinzip schon. Man kann auch noch ein bisschen mit Olivenöl danach einreiben. Das tut der Haut auch einfach gut. Ja, man kann den Kohl auch für innerliche Zwecke anwenden und dazu trinkt man Kohlsaft. Den kriegt man im Reformhaus. Es gibt den Hinweis darauf, dass das besonders bei bösartigen Tumoren hilfreich sein kann und da wiederum besonders der Magen- und der Zwölffingerdarmkrebs. Und das wird darauf zurückgeführt, dass der Kohl ganz viel Carotin enthält und das ist ein Provitamin A. Ja, da nimmt man einfach so 100 bis 200 Milliliter von dem Kohlsaft, trinkt es auf den nüchternen Magen vor der Mahlzeit und da muss man einfach darauf achten, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass das zu Blähungen führen kann. Da muss man einfach gucken, wie man drauf reagiert. Aber ansonsten probiert es einfach mal aus, der Arzt der Armen.